Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend. Es ist eine Zahl, die man kaum glauben mag. Der Amoklauf in Parkland in Florida vor 5 Wochen war bereits das 18. Mal, dass an einer amerikanischen Schule geschossen wurde. Das 18. Mal in diesem Jahr. Und jedes Mal war es danach wie immer. Schüler flehten geradezu, endlich das Waffenrecht zu verschärfen, doch es geschah nichts. Nach Parkland ist es nun anders. Nachdem dort 14 Kinder und 3 Erwachsene erschossen wurden, tragen nun heute die Überlebenden bei einem der größten Protestzüge seit langem ihre Anklage bis nach Washington. Nie mehr tote Kinder. Und unterstützt werden sie von Hunderttausenden hier in der Hauptstadt, aber auch bei Demonstrationen überall in den USA. Jan-Philipp Burgert über den Marsch für unser Leben und die Wut der Jugend von Parkland, für die es keine Worte gibt. Manchmal braucht es erstmal Stille, damit Worte ihre ganze Kraft entfalten können. Emma Gonzalez hat den Amoklauf in der Highschool von Parkland, Florida, überlebt und betritt nun die politische Bühne in Washington. Seitdem ich hier rausgekommen bin, sind 6 Minuten und 20 Sekunden vergangen. So lange hat es gedauert, bis der Amokläufer das Schießen einstellte und seine Waffe niederlegte. Er mischte sich unter die Schüler und lief 1 Stunde frei herum, bevor er festgenommen wurde. Kämpft um euer Leben, bevor andere es tun müssen. Trauer, Wut, aber auch Entschlossenheit treiben allein in Washington 500.000 Demonstranten auf die Straße. Im Schatten des Kapitols wollen sie Druck auf die Politik ausüben, die Waffengesetze zu verschärfen. Viele von ihnen nehmen zum ersten Mal in ihrem Leben an einer Demonstration teil. Es betrifft uns zu Hause. Ich gehe in Virginia zur Schule, wo wir vor Jahren auch einen Amoklauf hatten. Wir denken noch jeden Tag daran. Unsere Gemeinschaft ist stark und wir sind hier, um etwas zu verändern. Wir wollen, dass niemand so etwas noch einmal erleben muss. Es ist unvorstellbar. Den Wandel herbeisingen wollen bekannte Musiker wie Jennifer Hudson. Sie tritt in der Hauptstadt auf, um die Schülerinnen und Schüler bei ihrem Engagement zu unterstützen. Allerdings haben die Jugendlichen mit der Waffenlobby NRA einen mächtigen Gegner. Deren Anhänger mischen sich vereinzelt unter die Demonstranten. Mit Millionen Spenden an Politiker beeinflusst die NRA überall im Land die Gesetzgebung. Die NRA ist so mächtig, weil man es ihnen bisher einfach machte, zu jeder Art von Waffengesetzänderungen Nein zu sagen. Aber dieser Marsch zeigt, dass die Leute das nicht mehr einfach hinnehmen. Konkret fordern die Demonstranten etwa ein Verbot von Sturmgewehren, bessere Sicherheitsüberprüfungen von Waffenkäufern und die Heraufsetzung des Mindestalters von 18 auf 21 Jahre. Schon jetzt haben die Schülerinnen und Schüler mit ihrer Protestbewegung etwas erreicht. 2/3 der Amerikaner sprechen sich inzwischen für strengere Waffengesetze aus. Und Präsident Trump will nun die sogenannten Bumpstocks verbieten, mit denen sich halbautomatische Waffen zu vollautomatischen hochrüsten lassen. Das ist die erste sinnvolle Entscheidung des Präsidenten. Ich glaube nicht, dass in Las Vegas 59 Menschen gestorben und mehr als 500 weitere verletzt worden wären, wenn der Schütze nicht diese Art von Waffe gehabt hätte. Das Verbot der Bumpstocks ist zwar eher ein symbolischer Schritt, aber aus Sicht vieler Demonstranten hier immerhin ein Anfang. Ein geschätzter Journalist war er schon vorher, doch erst mit seiner Verhaftung in der Türkei kam Deniz Yücel zu traurigem Ruhm. Tausende setzten sich für seine Freilassung ein. Es gab Lesungen, Konzerte, Autokursus. Nachdem Deniz Yücel vor 5 Wochen das Gefängnis verlassen hatte, suchte er nicht die große Bühne, sondern wählte nun für seinen ersten öffentlichen Auftritt heute Abend diese kleine, nämlich dieselbe, auf der noch kurz bevor bekannt wurde, dass er freikommt, Künstler wie Herbert Grönemeyer für ihn auftraten und sein Freundeskreis nicht nachließ, für seine Freilassung zu kämpfen. André Katschall. Er ist wieder zu Hause. Deniz Yücel feiert seine Heimkehr und rund 1000 Gäste mit ihm. Dankeschön. Es ist sein erster öffentlicher Auftritt vor Publikum und Fernsehkameras nach der Haft in der Türkei. In seinem Kiez in Kreuzberg stellt Yücel ein neues Buch vor. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Reportagen und Persönliches aus mehr als 10 Jahren. Von seinen Gästen wird er gefeiert. Viele von ihnen hatten sich 1 Jahr lang für seine Freilassung engagiert. Mit Autokursus und Demonstrationen unter dem Stichwort Free Deniz. Ob
ob der türkische Staatspräsident was von den Autokorsos mitbekommen hat, das weiß ich nicht. Kann sein. Das war jetzt schon ziemlich laut. Aber selbst wenn nicht, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende war, dass es mir gut getan hat. Weil in so einer Isolationshaft zu sitzen, in so einer Zelle zu sitzen, auf 3x4 Quadratmetern, dann zu sehen und mitzubekommen, dass es Menschen gibt, die sich um mich kümmern. Yücel hatte Glück und eine Lobby. Nach einem Jahr kam er frei, doch viele seiner Kollegen sitzen noch immer in Haft in der Türkei. Das weiß ich selber aus eigener Erfahrung. Ich bin selber viel als Prozessbeobachter vor Ort, zuletzt vor 3 Wochen. Das heißt, die absurde Verfolgungswelle gegen Journalistinnen und Journalisten in der Türkei geht weiter. Laut Amnesty International sitzen 140 Journalisten in der Türkei zu Unrecht in Haft, Stand heute Abend. Deniz Yücel sagt, er will in Zukunft weniger in der Öffentlichkeit stehen und viel lieber einfach wieder Journalist sein. In Frankreich ist die Zahl der Todesopfer einen Tag nach dem Terrorangriff auf 4 gestiegen. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Judith Rakers. Der Polizist, der sich gestern gegen eine Geisel hatte austauschen lassen, starb an den Schussverletzungen, die ihm der Täter zugefügt hatte. Präsident Macron würdigte den Beamten als nationalen Helden. Die Polizei fand heute in dem Supermarkt, in dem die Geiselnahme stattgefunden hatte, mehrere Sprengsätze. Im Zuge der Ermittlungen gab es bislang 2 Festnahmen. In London haben Ermittler im Zuge des Datenskandals bei Facebook die Firma Cambridge Analytica durchsucht. Beamte der britischen Datenschutzbehörde verschafften sich per Gerichtsbeschluss Zutritt, um Beweise zu sichern. Cambridge Analytica soll unerlaubt Daten von mehr als 50 Millionen Facebook-Nutzern im US-Wahlkampf eingesetzt haben. Ermittelt wird nach Medienberichten auch über die Rolle des Beratungsunternehmens beim Brexit-Referendum in der Kampagne des Austrittslagers. In dem rheinland-pfälzischen Ort Kandel haben etwa 2000 Menschen für ein weltoffenes Miteinander demonstriert. Dazu aufgerufen hatte ein breites Bündnis aus Politik, Kirchen und Verbänden. Sie wollten ein Zeichen gegen rechtsgerichtete Gruppen setzen, die seit dem Tod einer 15-Jährigen immer wieder in dem Ort demonstrieren, so auch heute. Das Mädchen war vor 3 Monaten bei einer Messerattacke getötet worden, mutmaßlich von ihrem Ex-Freund, einem Flüchtling aus Afghanistan. 60 Minuten für den Klimaschutz. Bei der sogenannten Earth Hour sind heute rund um den Globus die Lichter bekannter Gebäude ausgegangen, und zwar jeweils um 20.30 Uhr Ortszeit. Allein in Deutschland machten mehr als 360 Städte mit. In Berlin wurde die Beleuchtung des Brandenburger Tores zeitweise abgeschaltet. In Köln gingen die Lichter am Dom und an weiteren Kirchen für eine Stunde aus. Ebenso wie in München an der Frauenkirche. Weltweit beteiligen sich fast 190 Länder. Organisiert wird die jährliche Aktion von der Umweltschutzorganisation WWF. An der Südwestküste Australiens sind mehr als 150 Wale gestrandet und verendet. Fischer entdeckten die Tiere am Freitagmorgen nahe der Kleinstadt Augusta, etwa 300 Kilometer südlich von Perth. Versuche, die bis zu 3 Tonnen schweren Kurzflossen-Grindwale zurück ins Meer zu schieben, scheiterten. Nur wenige konnten mit Hilfe von Kränen zurück ins tiefe Wasser gehoben werden. Forscher wollen nun untersuchen, warum die Tiere gestrandet sind. Man kann die Uhr danach stellen. Wenn heute Nacht um 2 der kleine Zeiger wieder um 1 Stunde nach vorn bewegt wird, dann sorgt das in Deutschland wie jedes Jahr für die üblichen Diskussionen über Sinn und Unsinn der Sommerzeit. In Spanien ist es noch etwas extremer. Denn unter spanischer Sonne ticken die Uhren seit Jahrzehnten falsch. Nämlich anders, als es auf diesem Längengrad so weit im Westen Europas eigentlich üblich ist. Und so wird nun in Spanien der Ruf nach einer Zeitenwende immer lauter. Sebastian Kisters. Madrid in diesen Tagen. Um 6:30 gefühlt noch tiefe Nacht. Um 6:30 in Frankfurt am Main ist es dagegen schon taghell. Nach der Zeitumstellung heute Nacht wird die Sonne Spanien morgen sogar erst nach 8 Uhr wecken. Später Sonnenaufgang, dafür aber auch später Untergang. Das entspricht unserem Lebensgefühl, sagen viele Spanier. Von wegen heißt es aber hinter dieser Tür. Bei der Nationalen Kommission für die rationale Zeitnutzung in Spanien. Sie berät die Regierung und sagt, leere Busse wie hier morgens um 7, spät aufstehen, spät arbeiten, spät ins Bett, alles laufe zu spät in Spanien.
Lustig, es wird gesagt, das sei immer so gewesen. Das stimmt nicht. Zwei Generationen zurück bei meinen Großeltern, da wurde zwischen 12 und 1 Uhr Mittag gegessen. Wenn die Sonne früher aufgehe, sei das Land produktiver, meint die Kommission. Mehr Licht am Morgen fördere Konzentration und Motivation. Und ein Blick auf den Globus verrate doch auch, dass die Uhren in Spanien falsch gingen. Länder westlich des Nullmeridians gehören eigentlich zur Greenwich Mean Time. Und Spanien liege nun mal sehr deutlich westlich, also links davon. In Portugal ticken die Uhren deshalb wie in Großbritannien. Die Sonne geht eine Stunde früher auf als in Spanien, also der mitteleuropäischen Zeitzone. Der Grund, eine Weile her. Der spanische Diktator Franco verfügte im Zweiten Weltkrieg, dass Spanien zur gleichen Zeitzone gehören müsse wie das verbündete Nazi-Deutschland. Es war die Zeit, da wollte man Bombardierungen mit Deutschland besser koordinieren. Nun sei es Zeit, dass Spanien die mitteleuropäische Zeitzone verlasse. Zehntausende Menschen haben entsprechende Online-Petitionen unterzeichnet. Es gibt aber auch andere Stimmen. Mein Leben beeinflusst das nicht unangenehm. Ich habe ein kleines Kind und jetzt können wir abends länger unterwegs sein. Die Kommission für die rationalere Zeitnutzung in Spanien bleibt aber dabei. Die Sonne über Spanien soll früher auf- und wieder untergehen. Es gab Gespräche mit der Regierung, allen Parteien und dem König, mit Institutionen der Region. Alle sind eigentlich einverstanden, es muss nur der richtige Zeitpunkt gefunden werden. Viele Touristen hoffen wohl, dass dieser Zeitpunkt in weiter Ferne liegt. Und just die spanische Fußballnationalmannschaft war es, die sich gestern in Düsseldorf die Zeit genommen hat für ein Freundschaftsspiel gegen die deutsche Mannschaft. Und dieses Spiel, Andreas Kecke, macht Lust auf mehr. Ja, absolut. Denn selten hat ein Freundschaftsspiel einer deutschen Mannschaft so begeistern können, was allerdings auch am Gegner lag gestern Abend. Der Ex-Weltmeister aus Spanien, er hat eindrücklich bewiesen, dass er genau wie der aktuelle Titelträger die Truppe von Jogi Löw eben eindeutig zum Favoritenkreis zählt bei der WM im Sommer in Russland. Das 1:1 am Ende, ja, leistungsgerecht, aber auch irgendwie schade, weil ein paar mehr Tore hätten schon noch sein dürfen. Dann wäre es tatsächlich der perfekte Fußballabend gewesen. Aber auch so war es ein vielversprechender Appetit haben, würde ich mal sagen, für den nächsten Auftritt der deutschen Mannschaft schon in 3 Tagen. 2.30 Uhr vergangene Nacht, Berlin. Die deutsche Mannschaft zwischen dem Spanien-Spiel gestern und dem Brasilien-Test am Dienstag. 2 fehlen. Schöpferische Pause für Mesut Özil und Thomas Müller, der gestern Abend noch Defizite ausmachte. Offensiv als auch defensiv. Abstimmung, Timing von Laufwegen, Timing von Pressing-Situationen. Aber ich will euch jetzt nicht überfordern. Überforderung durchaus treffend. Spanien kreiselt in den ersten 30 Minuten, bisweilen wie im Training. Die Männer im Grünzeug bekommen kaum Zugriff. Der Bundestrainer bekommt eine Krise, so scheint es. Bereits in der 6. Spielminute die frühe spanische Führung durch Rodrigo Moreno. Brillant gespielt. Der aktuelle Weltmeister kalt erwischt. Wir wollten eigentlich am Anfang pressen, das hat nicht geklappt, weil wir immer einen Schritt zu spät waren und auch nicht aggressiv genug. Und dann gegen so eine Mannschaft, das gibt nicht viele Mannschaften, aber die spielen dann halt mit dir Katz und Maus. Und doch, es gelingt dem DFB-Team später gegenzuhalten, technisch beschlagen, spielerisch beeindruckend. Aus der Distanz. Der Ausgleich durch Thomas Müller aus gut 20 Metern. 35. Spielminute, der Bundestrainer konstatiert, kurz, knapp und schlüssig. Thomas Müller macht immer wichtige Tore. Gestern wichtig, darüber hinaus eine echte Sehenswürdigkeit. Kommt nicht alle Tage vor, dass ich außerhalb vom Strafraum so leicht aussehend treffe. Und es hätte durchaus noch der eine oder andere Treffer hinzukommen können. Im ersten Test des WM-Jahres. Ein in jeder Beziehung ernsthafter Test. Inklusive WM-Reisemodus. Denn noch in der Nacht geht die Dienstreise weiter. Von Düsseldorf nach Berlin. Morgen beginnt die neue Formel-1-Saison im australischen Melbourne. Viele Neuerungen erwarten die Fans da. Die neuen amerikanischen Macher stellen vieles auf den Kopf. Doch auf eins hatten auch sie keinen Einfluss an diesem Auftaktwochenende. Weltmeister Lewis Hamilton hat der Konkurrenz im Qualifying gleich mal wieder gezeigt, über wen der Weg zum Titel auch diesmal führen wird. Er ist heute der Schnellste. Lewis Hamilton hat überzeugt. Schon zu Beginn dieser neuen Formel-1-Saison startet er von der Pole Position.
Eine perfekte Runde, vielleicht eine der besten meiner Karriere. Bester Startplatz, bester Einstieg in ein Grand Prix-Wochenende. Und dennoch ist es nur eine Momentaufnahme. Denn die Formel 1 ist eine sich stetig entwickelnde Serie. Es ist das zweite Jahr unter neuer Leitung, unter Liberty Media. Gleichzeitig das zweite Jahr ohne Bernie Ecclestone. Mehr Service für Fans, zahlreiche Aktivitäten in den sozialen Medien, neue Startzeiten, eine neue Hymne, ein neues Logo. Jetzt sieht man erste sichtbare Veränderungen. Unser Ziel ist es, die Qualität des Rennsports quer durch das Feld zu verbessern, ihn nachhaltiger zu machen und bessere Rennen für deutlich weniger Geld zu erreichen, ohne dem Sport seinen Zauber zu nehmen. Die sichtbarste Veränderung an den neuen Autos ist der Halo, ein Cockpit-Sicherheitsbügel, von der FIA, dem Motorsport-Weltverband und nicht den Eigentümern verpflichtend eingeführt. Der wird durchaus widersprüchlich aufgenommen. Du kannst die Sicherheit nicht zurückschrauben. Wenn du etwas findest, was den Fahrer schützt, dann musst du es aufs Auto bringen. Aber immer mit dem Hintergedanken, ist das eine ästhetisch gute Lösung, ist das etwas, was der Formel 1 entspricht. Und dann findet man sicher Ansätze, wie man beispielsweise bei dem Halo einen Kopfschutz aufs Auto tut, der vielleicht nicht ganz so aussieht. Der Halo kann irgendwie als Ausdruck der gesamten Problematik in der Formel 1 interpretiert werden. Es ist die Uneinigkeit der wichtigen Teilnehmer, der Hersteller, des Weltverbandes und der Eigentümer. Die Formel 1 ist die Spitze des Motorsports. Es wird sie immer bleiben. Das ist für uns die große Herausforderung, die Zukunft zu sichern, das hohe Niveau zu halten. Bis Ende 2020 gelten noch alle strategisch entscheidenden Verträge. Erst danach besteht die Möglichkeit des Beginns einer neuen Ära. Darauf müssen die neuen Eigentümer hinarbeiten. Sollte Lewis Hamilton bis dahin alle Weltmeistertitel gewinnen, hätte er immer noch nicht Michael Schumachers Titelrekord gebrochen. Glückliche DSV-Adler auf Rang 2 beim letzten Teamfliegen der Saison im slowenischen Planica. Weite Flüge zeigte Richard Freitag. Mit 243 Metern hatte er im ersten Durchgang seine persönliche Bestmarke um 6,5 Meter verbessert. Mit dem Flug im Finale auf 234 Meter machte er für sich und die Kollegen Eisenbichler, Laie und Wellinger Platz 2 vor den Slowenen perfekt. Ganz vorne wieder einmal die überragenden Norweger. Sie siegten mit umgerechnet 100 Meter Vorsprung. Ja, und wir schauen noch auf die Lottozahlen. Hier sind sie. 3, 16, 27, 34, 42, 45, Superzahl 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und damit sind wir beim Wetter. Und da verspricht uns Sven Plöger für den Sonntag Sonne. Oder? Ja, und das macht er, manchmal gerne, Karen. Allerdings. So ist ein Meteorologe auch mit Einschränkungen. Und deswegen gucken wir gleich mal auf die Karte. Und ich blicke auch gleich direkt mal in Richtung Hamburg. Da kommen die Tagesthemen ja nun mal her. Da ist es ein bisschen mühsamer, gerade im Norden und Nordwesten. Da liegen wir teilweise unter 2 Stunden Sonne. Da verspreche ich wenig. Aber mit jedem Kilometer hier nach Osten und Südosten, da wird es dann mehr werden. Im östlichen Bayern 10 bis 12 Stunden. Auch Richtung Elbsandsteingebirge, Richtung Zittauer Gebirge. Also in Sachsen sind es 10 bis 12 Stunden. Und insgesamt auch im Süden wird man ganz gut rauskommen. Die nächsten Tage temperaturmäßig, Sie sehen, wir haben das Osterei hier schon mal hingemalt. Es ist noch wahnsinnig unsicher. 15-Tage-Trend München, das lohnt sich im Moment noch nicht, über das Osterwetter zu sprechen. Die kommenden Tage allerdings noch mal eher kühl, so mit Nachmittagswerten von 8 bis 12 Grad. Und jetzt schauen wir natürlich auf den unmittelbaren Wetterablauf. Das große Hoch ist mehr Richtung Schwarzes Meer gezogen. Hier kommt so langsam tieferer Luftdruck in unsere Richtung. Morgen aber, wie gesagt, im Osten und Süden noch recht sonnig. Da profitieren wir noch von dem Zwischenhoch. Wir gucken in die Nacht, wo nach Nordosten die letzten dichteren Wolken abziehen. Von Westen kommen neue nach. Sonst mit jedem Kilometer weiter nach Süden ist es dann sternenklar. Hier teilweise aber auch kalt. In einigen Regionen -3 bis -6 Grad. Nach Nordwesten 3 oder 4 Grad plus. Der Vormittag im Nordwesten schon erste dichtere Wolken. Sonst nach Süden sehr sonnig. Nach Nebelauflösung, örtlich gibt es den, Oberrhein, Donaugebiet. In Richtung Nachmittag dann hier freundlich mit lockeren Wolken. Nach Nordwesten immer mehr gewölkt. Ganz vereinzelt auch ein paar Tropfen möglich. Temperaturen hier Richtung nordfriesische Insel nur 5 Grad, im äußersten Südwesten bis 15. Schwacher Wind, wie man so schön sagt, aus unterschiedlichen Richtungen. Und die nächsten Tage wieder häufiger der Regen, vor allen Dingen Dienstag. Montag 8 bis 13, Dienstag 8 bis 10 Grad. Also dann erstmal bahnfrei für einen
23 Stunden Sonntag. Aber das Gute daran ist, wir sehen uns schon früher wieder morgen, Sven. Bis dahin, vielen Dank. Hier geht es jetzt weiter mit dem Wort zum kurzen Sonntag, das uns schon mal auf die Karwoche einstimmt. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, schönen Sonntag.